Letztens war ich im Livestream beim Barbecue-Bär zu Gast und dort habt ihr es euch gewünscht, nämlich ein Rezept aus dem Kontaktgrill. Wir werden heute leckere Tortilla-Cheeseburger machen und in diesem Sinne herzlich willkommen bei einer neuen Folge McAllister und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie wir diese Tortilla-Cheeseburger machen, was wir dafür alles brauchen, das seht ihr alles jetzt in diesem Video. Viel Spaß! Wir starten auch schon gleich mit unseren Zutaten. Ich habe hier einmal Burger Patties, da könnt ihr frische nehmen oder TK, so wie ich hier, das ist eigentlich völlig egal. Dann brauchen wir ein bisschen Käse. Wir haben Eisbergsalat, hier haben wir solche Tortilla-Fladen aus Weizenmehl, die gibt es auch als Mais-Variante, da könnt ihr nehmen, welche das euch am besten schmecken. Wir brauchen ein bisschen Ketchup und ein paar Essiggurken. Dann habe ich ja gesagt, wir werden das Ganze heute am Kontaktgrill zubereiten. Das ist mal ein anderes Modell, als ihr kennt. Die meisten werden ja nur diesen Tefal-Kontaktgrill kennen. Der hier ist von der Firma Caso. Habe ich vor gut 2 Jahren auf der letzten Messe in Sindelfingen geschossen. Also bin ich super zufrieden mit dem Teil. Aber ihr könnt den nehmen, was ihr wollt. Wenn ihr jetzt sagt, ihr habt keinen Kontaktgrill, ist das Ganze auch nicht schlimm. Das funktioniert auch in der Pfanne oder am ganz normalen Grill. Also Kontaktgrill ist heute so ein Zuckerl. Wenn man hat, ist gut. Aber ansonsten funktioniert das auch auf jede herkömmliche Art und Weise. Und dann hätte ich gesagt, starten wir auch schon gleich mit dem Brutzeln. Das Schöne an so einem Kontaktgrill, man kann ihn auch spielend leicht in der Wohnung verwenden. Und das Geniale ist einfach, dass man hier diese konstante Hitze von unten und von oben hat. Und das werden wir uns jetzt hier zunutze machen. Wir legen gleich mal unsere Burger Patties auf und lassen die mal schön angrillen. Als kleine Randinfo, das Ganze läuft auf 200 Grad und 1,5 Minuten sind jetzt vergangen. Ich denke, das schaut schon richtig gut aus. Und weil wir jetzt hier schönes Rautenmuster drin haben wollen, werden wir die jetzt einfach nur mal drehen. Man muss sie ja nicht umdrehen, weil wie gesagt, wir haben ja die Hitze von beiden Seiten. Und wir geben dem Ganzen nochmal 1,5 Minuten. Und wieder sind 1,5 Minuten vorbei und ich denke, das schaut schon richtig, richtig gut aus. Also da sind Röstaromen dran und die sind jetzt soweit fertig. Weiter geht's. Wir schnappen uns jetzt einmal so einen Tortilla-Fladen und den werden wir uns hier einfach in der Mitte nur einmal nach unten hinweg aufschneiden. Also so sollte das Ganze dann ausschauen. Und jetzt werden wir das Ganze belegen, wie man eben so einen Cheeseburger ein bisschen belegt. Und da gibt es dann einen schönen Trick, dass wir uns den schön zusammenfalten werden. Das habe ich gesehen auf Instagram. Also Instagram ja mittlerweile, wo man richtig schöne neue Ideen herbekommt. Es beginnt, dass wir uns jetzt unseren Patty hier auf den Tortilla-Fladen drauflegen. Ihr seht vor der Größe, das geht sie genau aus. Da geben wir uns jetzt auch schon gleich unseren Käse hier mit drauf. Dann geht es weiter im nächsten Fach. Wir schnappen uns ein bisschen Ketchup oder Barbecue-Soße. Ihr nehmt das, wie ihr euren Burger so am liebsten einfach belegt. Ins nächste Fach kommt dann einfach ein bisschen Salat drauf. Und dann bleibt noch eine Variante übrig, nämlich das letzte Facherl hier, das letzte Eckchen. Und da geben wir ein paar Gurken drauf. Und jetzt kommt der Clou. Schaut an, wie man das Ganze jetzt einfach super spielend einfach zusammenfalten kann. Also ihr klappt es einmal so nach oben. Dann klappen wir das Ganze einmal so rüberwärts. Und noch einmal nach unten. Und so sieht das Ganze jetzt hier aus. Also so schon appetitlich, könnte man so schon reinbeißen. Aber der ist noch nicht fertig, denn wir wollen jetzt nur ein paar Röstaromen auf unseren Tortilla drauf bekommen. Und deswegen gehen wir jetzt wieder rüber an den Kontaktgrill. Und da werden wir uns jetzt den Tortilla Cheeseburger einfach nur drauflegen. Kontaktgrill wieder zu. Und wir geben dem Ganzen mal so gute 2-3 Minuten Zeit, dass der richtig schön braun und knusprig werden kann. Und auch hier werden wir noch 1,5 Minuten das Ganze einmal drehen. Also das, denke ich, schaut schon richtig super aus. Und dann einfach mal in die andere Richtung. Und weiter geht die wilde Fahrt. Und dann ist unser Tortilla Cheeseburger fertig. Freunde, sieht der nicht genial aus? Also hier käsetechnisch alles mega geil. Wir gehen rüber ans Brett und dann werden wir den mal probieren.
Also allen Verfechtern von Kontaktgrill sollten spätestens jetzt die Augen aufgehen, dass das Ding doch seine Daseinsberechtigung hat. Und ich hätte gesagt, es schaut einfach nur geil aus. Wir beißen da rein. Guten Appetit. Also einfach nur mega, Freunde. Ganz anderes Kaliber, wie man jetzt so Cheeseburger klassischerweise kennt mit den richtigen Buns. Hier als Tortilla-Variante, die schön angeknuspert, sagenhaft genial. Geschmacklich natürlich voll, wie ein Cheeseburger eben so schmecken sollte. Gürkchen, bisschen Salat mit oben, schönes saftiges Patty. Geiler geht's nicht. Freunde, ich würde gerne ein Fazit vor dem Ganzen machen, aber der schmeckt so geil. Lasst mir das bitte erst fertig essen, danach gibt es meine Worte für euch. Also Freunde, das ist unbeschreiblich geiles, unbeschreiblich leckeres, unbeschreiblich schnelles Fingerfood, wie es besser kaum mehr geht. Also innerhalb von 5 Minuten hier so einen geilen Snack zubereitet, das ist traumhaft. Geschmacklich eine absolute Wucht. So sollte Fingerfood sein. Man hat die Hände sauber, also kurz nach dem Essen. Alles safe. Besser kann es einfach nicht laufen. Ihr habt gesehen, es geht so wahnsinnig mega schnell und man hat da so viele unterschiedliche Möglichkeiten, was man da alles drauf tun kann. Das ist grandios. Also ich kann euch versprechen, da werden wir nur ein paar Rezeptideen verwirklichen auf unserem Kontaktgrill, weil das Ganze macht tatsächlich auch wirklich Laune. Geht super, super schnell, super easy. Wer noch keinen Kontaktgrill hat, kann gerne mal drüber nachdenken. Also so ein Teil ist auf jeden Fall anschaffungswert. Selbst wenn man sich da bloß irgendwelche Sandwiches drauf machen möchte, was auch immer. Mit diesen Worten komme ich hier zum Schluss. Schnelles Fingerfood bei McAllister. Kann auch mega geil, mega geschmackhaft sein. Hat euch das Video gefallen, gebt es den Daumen nach oben. Ich muss das Ding hier zumachen, sonst haue ich es noch um. So wie ich immer rumhantiere mit meinen Händen. Hat es euch gefallen, gebt mir den Daumen nach oben. Freundlicher Kommentar. Solltet ihr noch keine Abonnenten von meinem Kanal sein. Hier oben könnt ihr das gerne jederzeit nachholen. Ich bin raus, sagt danke fürs freundliche Zusehen. Wir sehen uns wieder, euer McAllister.